Ja, über drei Werte wollen wir heute im Speziellen sprechen von der aktuellen Woche. Das heißt zum einen der Wert AMD. AMD ja zu neuen Allzeithöchstständen in den letzten Tagen seit den Quartalszahlen gestiegen und wollen natürlich hier auch einmal kurz einen Überblick über unsere Position geben, die wir diese Woche da eröffnet hatten. Natürlich gibt es auch noch andere Titel, die diese Woche ganz besonders relevant waren, wie zum Beispiel der Wert BTBT, Crypto Mining Titel, Bit Digital Incorporation. Man sieht hier, denke ich mal, ganz gut in den letzten Tagen, der Wert ist von $5 jetzt über 18 gestiegen. Hat natürlich auch einiges zu tun mit dem Anstieg im Bitcoin selbst und natürlich noch zwei ganz wichtige Werte. Das heißt zum einen Square Incorporation, wo wir diese Woche auch eine Position hatten, auf den wir auch kurz blicken wollen. Und ein Wert, der diese Woche noch Quartalszahlen gebracht hat, MGM Resorts. So, für alle, die neu sind, nicht vergessen, bitte einmal kurz den Kanal abonnieren. Ich würde mich freuen und dann steigen wir direkt ein mit MGM Markets. Hatte ja natürlich aufgrund der Corona-Krise ordentlich zu kämpfen, gab hier sehr, sehr viel Put-Volumen. Wir hatten eigentlich hier nach den Quartalszahlen auf eine größere Abwärtsbewegung spekuliert. Sehen wir, das Ganze ist nicht der Fall. Insgesamt eigentlich die Werte soweit ganz gut. 90% der Einnahmen macht MGM sowieso in den USA, da das asiatische Geschäft, speziell jetzt in Macau, eigentlich komplett seit Corona eingebrochen ist. Las Vegas erholt sich wieder etwas. Gab auch ein paar gute News jetzt neben den Quartalszahlen, dass es hier auch eine Fernsehsendung geben wird mit einem Partner MGM Bets, wo regelmäßig über Sportwetten dann berichtet wird, im ähnlichen Stil, wie das jetzt im Bereich von Börse oder Finanzen passiert. Deswegen MGM momentan wieder auf einem guten Weg Richtung 45-Dollar-Marke. Wir sehen, der Abwärtstrend seit den Quartalszahlen zumindest erstmal hier auf Wochenbasis oder auf Tagesbasis auch wieder gebrochen. Weekly-Basis sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir erkennen hier nochmal den großen Einbruch nach Beginn der Corona-Krise. Seitdem deutlich höher, also MGM auf auch langfristiger Sicht eher ein Kandidat für, glaube ich, weitere Anstiege. Ganz interessant, wir hatten es gleich zu Beginn gesagt, der Titel AMD. All diese Werte oder alle Werte, die wir diese Woche gehandelt haben, können Sie auch direkt unten in der Beschreibung über Collective Two nachschauen. Sehen wir hier auch die Statistik, also AMD, einer der Titel, der uns hier die größten Gewinne neben dem gerade eben gesehenen Bit Digital beschert hat. Und alle diese Trades sehen Sie auch mit dem Zertifikat, also alle auch wirklich live hier durchgeführt. Da können Sie gern unten in der Beschreibung einmal auf den Link schauen. Ja, bei AMD vielleicht erstmal der interessanteste Blick hier auf Wochenbasis. Da sieht man nämlich, was schlussendlich jetzt in den letzten 2 Wochen passiert ist. Letzte Woche kamen die Quartalszahlen. Es gab ja in der Form eine deutliche Übertreibung, die jetzt vor allen Dingen gestern und heute korrigiert wurde, also gegen Ende jetzt der Woche. Und langfristig wird natürlich AMD weiterhin sicherlich ein Long-Kandidat bleiben, aber kurzfristig, glaube ich, jetzt auf die nächsten 2, 3 Wochen nach diesen starken Anstiegen wird es sicherlich eine Konsolidierung benötigen. Das haben wir jetzt schon gestern und heute gesehen, wie hier im Tageschart zu sehen. Grund waren nicht nur die guten Zahlen, es war natürlich auch die ganzen Analystenmeinungen, neue Kursziele, die natürlich deutlich hier nach oben gegangen sind, aber auch das neue MacBook Pro mit dem Apple AMD-Chip erhältlich ist. Das haben natürlich auch viele als sehr positiv betrachtet und denke mal, der Halbleiterbereich insgesamt. Wir sehen es auch an Vergleichswerten oder an dem ETF für den Halbleiterbereich. Natürlich einer der Wachstumssektoren und zu günstigen Preisen, glaube ich, AMD immer einen Einstieg wert. Jetzt nach der Überhitzung glaube ich eher an kurzfristige Korrekturen oder zumindest hier eine Konsolidierung in
in einem bestimmten Bereich. Ja, Square hatten wir auch ganz interessante News. Gleich am Montag gab es ja hier die Meldung, dass Square den australischen ja, Ratenzahlungsanbieter Afterpay übernehmen möchte oder übernehmen wird, was schlussendlich dazu geführt hat. Das sehen wir hier nochmal ganz gut. Das war die Aktie, der Anstieg vom Montag. Da hatten wir schon stark damit gerechnet, dass das höchstwahrscheinlich dafür ausreichen wird, auch neues Jahreshoch, respektive, wie wir es im Weekly Chart dann auch sehen werden, ein neues Allzeithoch auszubilden. Das ist gestern passiert. Da war auch am Anfang auch wirklich eine gute Dynamik mit vorhanden. Aber schlussendlich muss man sagen, dass das Ganze, können wir hier nochmal sehen, dann heute schon wieder etwas korrigiert wurde und ein richtiger Ausbruch eigentlich, wenn wir auch den Schlusskurs betrachten, so nicht stattgefunden hat. Also Tendenz hier auch erstmal vielleicht ein neues Anlauf holen. Prinzipiell natürlich auch ein Kandidat, der für weitere Anstiege steht, aber kurzfristig glaube ich erstmal diesen Effekt, so wie wir es jetzt bei AMD gesehen haben, wo es wirklich 3, 4, 5 Tage richtig stark nach oben geht, wird es hier bei Square höchstwahrscheinlich erst einmal nicht geben. Ganz anders bei dem Kandidaten, der fast jeden Tag hier 10, 20% zugelegt hat, heute fast der ruhigste Tag, kann man sagen, mit 7%, das ist Bit Digital. Wir haben eine ähnliche Bewegung schon mal Ende des letzten Jahres gesehen. Ist natürlich immer stark damit abhängig, wie die Kryptomärkte laufen. Aber seitdem dieser Wert jetzt auch hier ein richtig hohes Optionsvolumen hat, was wir hier ganz gut erkennen können, ist es natürlich umso geeigneter auch für Optionsstrategien und ja, für all diejenigen, die hierzu mehr erfahren wollen. Schauen Sie auf den Link Collective 2 oder gerne melden Sie sich bei unserer Live-Schaltung an. Da werden Sie dies alles real-time miterleben. Ansonsten nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.